Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Schlingelings, ja? Und ja, also wir werden uns heute... Oha, was sehe ich denn da? Also wir werden uns heute damit befassen, noch ein bisschen mehr Geschäfte zu machen, ist ganz klar. Und ja, ich will da auch gar nicht lange sappeln, denn ich habe hier was entdeckt. Was haben wir denn hier angeliefert bekommen? Ich werde beschabbelt. Das ist ja schon dir vom Lohnunternehmen. Ich werd bekloppt. Ne? Den werden wir uns jetzt gleich nehmen mit den Papiere. Warte mal, die Papiere müssen sie eigentlich reingelegt haben. Warte, da gucken wir rein. Hier, ah ja, hier hinten sind sie mit dabei. Bierfahrzeugbrief. Ja, okay, das ist Start. Okay, wunderbar. So, dann müssen wir bloß noch mal sehen. Kennzeichen werden wir gleich noch anschrauben hier. Wunderbar, das läuft alles. Das geht auch alles. Mal einen ausschalten. Wunderbar, das läuft. Sehr gut. So, na ja, dann machen wir hier gleich mal noch das Kennzeichen dran. Das Richtige vom Ort. So, das funktioniert auch alles, wie ich hier sehe. Mit dem GPS und der Karte. Okay, das ist ein Traum, ist das. Ganz vorsichtig fahren mit dem neuen Gerät hier, dass da nichts irgendwie schief geht oder so. Irgendwo dran du willst, ja. Ja. Und so. Was? So. Brauchen wir mal noch die Kennzeichen mit dran hier. So, und dann gucken wir mal. Beim Kennzeichen mit dran bekommen. Ja. So. Wo haben wir? Haben wir alles mit dran. Genau, wunderbar. So. Ach, das ist schön. Das ist schöner Schlepper. Das ist schöner Schlepper. Gut, dann werde ich jetzt gleich mal beim Lohnunternehmen anrufen. Dann wollen wir gleich mal gucken, wie und was vor. Ziel. Ja, Ziel, ich grüße Sie. Hier ist Hans-Joachim vom Landmaschinenhandel. Wir hatten uns, glaube ich, mal auf der Du geeinigt, aber ist okay. Karl-Heinz, tut mir leid, ich bin den ganzen Vormittag heute nur am Schwätzeln. Taste. Pass auf, ich habe echt verdammt schöne und gute Neuigkeiten für dich. Okay. Die Frage ist, ob ich es dir vorbeibringen soll oder ob du es dir hier angucken willst. Ich muss eh gleich zu dir runterkommen, weil wir haben den Tieflader von dir hier stehen. Da Was? Hat der Kurt uns Pappelpaletten mitgebracht. Ach, ja, okay, alles klar, ja. Und der sagte, wenn wir den abgeladen haben, sollen wir den wieder zu dir runterbringen. Ja, gut, das trifft sich sehr gut, denn Karl-Heinz, ich müsste sagen, euer Chantier ist da. Super. In kompletter Ausstattung. Ich habe gerade noch die Kennzeichen dran gebastelt und alles. Ja. Also alles mit dran, wenn ihr wollt. Kommt da vorbei und ja, da können wir die Übergabe machen, Bezahlung machen und dann geht das alles in Gang. Alles klar, ja, ich komme gleich vorbei. Ich bin gerade noch am Abladen. Ja. Die Paletten und dann komme ich runter. Okay, da okay. Guti, dann bis gleich, ne? Jo, bis gleich. Jo, tata. Ciao. Okay, gut, aber ich habe gerade noch gesehen, warte mal, müssen wir hier kurz nochmal nach dem Aufkleber gucken. Warte, wir hatten doch... Angemacht, genau. So, geht das nämlich auf den Gang hier. Ankennzeichen. So, und dann geht das auch seinen Gang. So, pass auf, da fahren wir das Ding jetzt aber rüber. So. Schon die Reihe. Es ist schon ein schönes Gerät, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ne? Also hässlich ist er nicht, ne? So. Und vor allen Dingen,
Klingt halt auch nochmal gut. Der klingt halt auch nochmal richtig gut. So. Und dann immer das Ganze jetzt gleich mal hinten rein. Kann ich das nämlich noch mit der Anmelderei alles fertig machen. So, das haben wir dann mal hier. Dann hier hinten bloß nochmal ans Terminal dran. Aber das sollte soweit funktionieren. So. Zumachen, so. Und jetzt können wir das Ganze nämlich auch hier am Terminal machen. Und der geht nämlich auf das Lohnunternehmen. Maus, genau. Zuziel in Wolfenhain. Und da kommen wir das Ganze dann nämlich auch hin. So. Wunderbar. Klappt das auch mit der Papiere? Jetzt einfach mal OOC erklärt, meine Lieben. Das ist einfach dafür, dass wir die Geräte, wenn ich sie jetzt hier am Händler kaufe, kaufe ich sie ja von meinem Konto. Ja, so. Und da sind sie ja in meinem Hof drin. Aber die Jungs und Mädels brauchen sie ja in ihrem Hof. Ne? Deswegen fahren wir hier an dem Triggerpoint, ne? Und weisen das quasi auf den Hof. Also übertragen die Maschine auf den Hof, wo es letzten Endes hin soll. Finde ich ganz cooles Gimmick. Ne? Vielleicht nutzt der ein oder andere von euch sogar selber. Und könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Nicht wundern, warum ich jetzt wieder, also im RP habe ich mir den Kopf gestoßen, dass ich jetzt wieder so rede. Ne? Das ist ganz klar. Aber ich musste jetzt erstmal die Stimme bisschen normal machen. Ja, so. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Stimme so normal bleiben soll oder ob da Lispeln nachher wiederkommen soll. Ja, bin ich sehr gespannt. So, pass auf, dann machen wir jetzt hier zu. Und dann müssen wir mal sehen, wo haben wir denn, wo haben wir denn, wo haben wir denn? Das hier. Bleib mal hier Klingeling. Wenn oder wenn ja. Da natürlich in irgendeiner. Oh. Na ja, Kern, gehen Sie mal ran, oder was? Ja, ist mit Kern. Der Kern? Ja, ja. Bitte? Ja. Hast du das Handy von der Schulin geschnappt? Nee, wir stehen hier gerade alle nebeneinander und irgendwie konnte mir das gerade nicht identifizieren, von wem das kam. Ja, verstehe, also, verstehe. Weil wir irgendwie das alles selbe Handy haben. Ja, also die Frau Schulin ist bei dir in der Nähe, oder was? Die steht tatsächlich neben mir, ja. Könntest du ihr mal das Telefon reichen, kurz bitte? Ja, sicher. Das war super, danke dir. Hier, Jolene, das ist für dich. Ja, danke schön. Ja, bitte, Frau Jolene am Apparat. Ja, wunderschönen guten Tag, Frau Seidel, hier ist der Gast mit der Landmaschinenhandel, der Herr Hafer, ich grüße Sie. Ach, Herr Hafer, schönen guten Tag. Wann haben Sie denn mal Zeit, Frau Seidel? Na, wenn wir bei Herrn Kern jetzt durch sind, habe ich Zeit. Alles klar. Na, wenn sie dann nichts ausmacht, dann könnten wir uns bei mir am Landmaschinenhandel, beziehungsweise ich müsste dann eh nochmal in die Stadt, ich muss noch ein bisschen tanken, würde dann mal bei der Gemeinde nochmal vorbeikommen, nochmal ein paar Worte mit Ihnen reden. Ja. Noch so ein paar Dinge, die ich dann noch ansprechen möchte. Na klar, ja, aber gerne. Ja, okay, gut. Dann, was denken Sie von der Zeit her? Ich weiß nicht, machen wir um eins. Kriegst du hin? Jetzt macht jeder seins. Könnten wir schaffen, wenn das LU dann hier einrückt. Ja, kriegen wir hin. Okay. So? Alles klar. Okay, ich bedanke mich. Bis dann. Ja, tschüss. Ciao. Okay, gut. Dann müssen wir da nochmal hin, weil ich will nämlich mit der Frau Schulin. Müssen wir uns ein bisschen entschuldigen, ne? Das ist ganz klar. So, jetzt werden wir erstmal hier das Ding reinschubbeln. Müssen wir uns entschuldigen, weil wir haben ja in der Einfolge hat der Harry ein bisschen über. Bisschen über die Stränge geschlagen, ne? Sind nur so ganz klein wenig. Und da müssen wir natürlich, ne, der Harry muss auch mal ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen, ne? Müssen wir uns einfach mal ein bisschen entschuldigen. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Und ansonsten geht das dann nur alles seinen Gang. Und dann, wie gesagt, nochmal wegen dem Bau, wegen dem Hofbau. Der Harry will schon einen Hof bauen. Und, ne? Und eigentlich, meine Lieben, wisst ihr, was mir hier vorschwebt? Das jetzt wirklich mal OOC, heute mal die Folge auch ein bisschen mit euch geteilt, vom Schwätzen her. Wisst ihr, was mir hier vorschwebt? Eigentlich noch wie so eine Lieferantenfirma. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der Händler einfach, also nicht unbedingt, ne, die Maschinen immer
selber hin und her fährt, sondern via Spedition quasi. Ja, so könnte man es nennen. Da, wie gesagt, also wer sich da irgendwo auch in der Rolle sieht, ihr Lieben, ja, gerne uns anschreiben, ist er ja. So, pass auf. Ach ja. Weiß ich. Moment. Da müssen wir jetzt nochmal. Aber so. Was machen? So. In. Was ist denn hier? Haben wir Maschinerie gehört? Hey. Keiner vorbeigezügelt. Da ist keiner vorbeigezügelt. So, jetzt müssen wir aber gucken. Das ist die alte Schmerde hier. Das ist die hier. Da geht nicht mehr viel. So, pass auf. Den müssen wir einfach mal hier wegbringen, weil da ist bei dem auch nicht mehr viel dabei. So. Den werden wir aber hinten gleich mit hinstellen. Dass der nämlich auch mit weg kann. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie es hier so die Eigentumsverhältnisse sind. So, ja. Wo ist? Glaube ich. Alles recht. Was? So. Auch. Hier. Mit dran. Wunderbar, so. Können wir den nämlich immer wegstellen hier, immer wegbringen. Hier ist der Landmaschinenhandel Gerstenberg, der Hafer am Telefon. Ich grüße Sie. Ja, Rauschberg hier. Hey, Christoph, grüße. Jo, pass auf, ich hätte da mal eine ganz dringende Wartung. Ganz, ganz dringend, klingt, ja. Ja, es ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, der hat mich so ein bisschen angepiept, wo ich den angemacht habe. Okay, wer hat dich angepiept? Der Traktor. Welcher Traktor? Mein Fan, mein großer, mein ja. Favorit. Ja. Da ist so ziemlich schon so der, also ich würde fast sagen, der ist so gut wie tot. Okay. Definiere so gut wie tot. So null nada gar nichts mehr? Ja, ich sag mal so 4% Leben hat er noch. Und mit dem bist du gerade am Werkeln quasi. Richtig. Auf dem Acker. Ja. Mit 4% Leben. Auf dem Bock. So wie wenn das Handy 4% Akku hat, so ja, ungefähr. Ja, aber so mit, was ist das, Sprit gleich alle oder was? Nee, Sprit ist voll. Hauptsache eine Mittelwertsteigerung. Nee, aber jetzt mal ohne Flachs, aber hast du schon mal was von Maschinenpflege gehört? Vielleicht ein bisschen eher? Ja, das ist mir jetzt halt gerade, das habe ich gar nicht vollgenommen, das ist mir jetzt gerade so aufgefallen halt mal das erste Mal. Ah ja. Ja. Und ja. Ja. Und du willst am besten quasi... dass ich dir das Ding hole und quasi repariere. Mal wiederholen oder spring da vorbei, das wird auch noch gehen. Ne, brauchst du ein Ersatzgerät? Kommt doch an, wie lange es dauert. Ja, wie lange es dauert, bei 4%, also da ist ja einmal alles komplett, bitte. Quasi. Ja. Weißt du? Ja. Pass auf, ich hätte hier, da ist so weit koscher. Pass auf, ich hätte hier einen schönen Dier. 8R, ja. Den könnte ich dir als Leihgerät geben. Ist aber halt keine neue Maschine. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber bloß, also mir geht es halt bloß darum, ob du es wirklich brauchst oder ob du, weißt du, ob du noch Luft hast.
Weil die Leihmaschine gibt es halt nicht umsonst, das muss ich dazu sagen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was mich das kosten würde. Ja, die gibt es jetzt nicht umsonst. Ich sag mal, pass auf, weil du es bist, gibt es die, komm, mach mal einen Huni die Stunde, dann geht das. Da ist der Diesel mit inbegriffen. Das klingt doch ganz gut. Nee, das machen wir dann so, weil das, ich kann eigentlich auf einen großen Traktor nicht verzichten gerade. Ja. Und der kleine Waldrad, der schafft leider nicht alles, was ich brauche. Okay, na gut, pass auf, dann machen wir dazu. Reicht dir 14, 15 Uhr bei mir an der Landmaschinenhandel? Ja, das passt gut, da kann ich die letzten 4% auch noch wegmachen, ja. Schön, na klar, reite ihn richtig runter. Ah, kriegen wir hin. Gut, pass auf, machen wir 14, 15 Uhr bei mir. Ne, ich bin an der Landmaschine, aber ich habe dann 14 Uhr nochmal, um 1 eigentlich gleich nochmal einen Termin auf der Gemeinde, deswegen. Nee, das können wir machen, das passt. Alles klar, gut, dann bis später. Bis später. Alles klar, ciao, ciao. So, meine Herren, guten Tag, grüße Sie. Guten Tag. So, seid ihr ein bisschen aufgeregt? Aber immer. So 100% aufgeregt, dann kommt mal mit. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich hab deinen Anhänger mal dahinten hingestellt. Ja, ihr habt schon gesehen, wunderbar, das passt. So, passt auf. Also, meine Lieben. Eine Minimu oder? Ja, stell dich mal vor das da, wo er denkt, wo es ist. Ist sich wirklich sicher, Herzi? Nee. Vielleicht sollen sie nochmal überdenken. Weiß nicht. Ja. Vielleicht, wenn sie alle wieder auf der richtigen Seite. Ja, ey, Wolfi, das ist Schummel, was du machst, wenn du so weit rennst. Ja? Ja, gut, nein. Ich sag mal so, da hinten gewinnt er nichts. Hier kommt, schon richtig. Hier ist euer neuer Bulldog. Ah, herrlich. Oh. Guckt mal ran. Schlüsselabschleier an der Tür stecken lassen, könnt ihr gleich nehmen. Könnt ihr gleich mal reinschnuppern. Papiere sind alles hinten drin mit gleich, ne? Also hinterm Sitz sind die Papiere drin. Ist auch alles schön auf euch mit umgemeldet, umgeschrieben, ja? Dass auch hier im Falle des Diebstahls, ne? Dass ihr auch nachvollziehen könnt, wo die Maschinerie ist. Ja? Ist alles mit dabei. Und Kennzeichen habt ihr mir jetzt nichts Besonderes gesagt. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, nehmen wir das Ortskennzeichen mit LU quasi dran. Ja, das passt. Wenn das so in Ordnung geht. Ne? Das passt. Und also wie gesagt, ne, Reifen sind so wie gewünscht, Karl-Heinz. Ne? Die Gewichte sind mit dran. Die neuen Fender, also hier die neuen Schutzbleche sind mit dran. Vorne haben wir natürlich die Dreipunktaufnahme, wie wir gesagt haben. Ne? Genau. Eine Kühlerhaubenfigur ist mit drauf. Rundumleuchten sind mit dran. Warntafeln rechts und links sind mit dran. Ne? Und hinten habt ihr euch noch hier das Gimmick. Das habe ich euch nicht mitberechnet. Hier das schöne Schondier-Logo. Hab ich euch so noch drauf folieren lassen. Ja, wunderbar. Noch mit dabei. 6 Steuergeräte. Das genau, das ist auch mit dabei, das hat man ja gesagt, ne? Im Falle des Falles, weiß man doch, ja, Maschinerie wird ja nicht kleiner, ne? Wir damit alles dabei haben. Und na kommt, setz dich mal rein in das neue Gefährt. Wie gesagt, ja, das beißt Karl, nicht. Das ist dein neuer. Das beißt nicht. Könnt ihr ruhig mal gucken. Ja. Der hört sich richtig gut an. Der ist schön, oder? Ja, herrlich. Na, weil du jetzt gerade so schön drin sitzt, guck mal, da drüben steht auch euer Beinladewagen. Da kannst du gleich mal hindrucken, könnt ihr gleich mal anhängen. Ach. Kannst du gleich mal die erste Tour fahren jetzt hier. Ja, wenn wir dann eine Ballenpresse haben. Die fehlt nämlich noch. Hast du die schon bestellt? Die hatte ich schon beim Steini bestellt. Boah, da muss ich nochmal nachgucken. Warte, der hängt mal an. Ich guck mal kurz in mein Tablet rein. Ich hätte da auch noch was ich eigentlich beim Steini bestellt hatte. Also tatsächlich habe ich hier gar nichts drin stehen. Also Jungs, ballenpressenmäßig, da habe ich gar nichts drin stehen in der Liste. Ich glaube, der hätte sich später nur auf dem Schmierzettel geschrieben. Naja, wenn ihr Lust habt, kommt er kurz rein ins Büro, da können wir mal gucken. Ach, Telefon wieder. Ja, Gerstenberger Landmaschinenhandel, Hafer am Telefon, guten Tag. Kern hier. Grüße dich. Hafer. Ja, was ist? Problem, großes was? Problem. Was? Nee, jetzt kommen wir nicht mit großem Problem. Doch, nee, ich hab grad angefangen zu pressen. Ja, kommt her, und komm her, ja. Und irgendwas ist hier in das Pickup reingeraten. Ach.
Als sie gepiept, hat der Pickup sofort Stopp gemacht und geht nichts mehr? Ja, der hat gepiept und ich kann doch jetzt nicht hier weiter pressen, gar nichts. Das ist klar. Pass auf, alles ausmachen, Zapfwelle, alles aus, nichts weitermachen. Wir fahren mal aus dem Schwad raus und dann stellst du Maschine ab. Ja. Lässt alles dran, Maschine abstellen, Maschine ausmachen und dann kannst du schon mal hinten, was hast du denn gepresst, Gras, Heu? Oder Stroh? Ich habe tatsächlich Luzerne, wollte ich gerade anfangen. Ja, ja. Und dann bin ich bin gefühlt 5 Meter gefahren und dann hat er nur gepiept und ging alles aus. Mhm. Ja, und jetzt kann ich noch nicht mal sehen, was überhaupt. Ich habe ja so eine Kamera, ist ja da dran, wo ich es sehen kann. Genau. Aber ich kann gar nichts sehen, was in der Presse drin ist. Ja, ihr könnt sagen, was da drin ist. Also entweder mag dich einer nicht oder es lag halt so mal ein bisschen Metall rum. Wie gesagt, stell die Maschine hin, ausmachen, geh erstmal Kaffee trinken, ich kann mir das dann gleich angucken. Alles klar. Na? Jo. Ich danke dir, bis dann. Danke, tschüss. Ciao. So, Jungs, pass auf. Also, in Sachen Presse habt ihr gesagt, ging es drum, ne? Das war jetzt genau. So das Erste. Rundballenpresse, logischerweise? Rundballen, Presswickelkombi. Ich hätte eine schöne. Das wäre eigentlich so, das geht auch. Ja. Also, mit einem wunderschönen Gühlweil im Angebot. Genau, mit Steini hatte ich zu seiner Zeit die Gühlweil. G1 F125 Kombi besprochen. Ja, genau. Mit Ziliermitteltank logischerweise. Mit Ziliermitteltank, mit Ballendreher und grüner Folie. Ja. Warte, die mache ich euch so mit fertig. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist halt jetzt leider nicht mit drinne. Das ist aber auch nicht das Problem. Deswegen können wir das ja gleich so mit fertig machen. Die F125. So, da sind wir bei einem Preis und da geht die drauf. Okay, ja, die habe ich und aber gut, lieferungsmäßig, ne, ich sag mal so 2 bis 3 Tage, wenn wir gut sind, vielleicht auch eine Woche, ne, müssen wir mal gucken jetzt. Ja, wie wir hinkommen. Hatten wir ja noch was. Ich hatte Steini mal gequatscht, der wollte uns ein Angebot schicken wegen Rübenroder. Wegen entweder Rübenroder? So einen großen, einen Selbstfahrer quasi. Also ein warte, Rübentechnik. Hattet ihr euch auf euch bestimmten Hersteller geeinigt? Naja, ich hab gesagt, er soll von beiden mal ein Angebot schicken. Angebot von beiden. Moment, kann ich euch gleich sagen, wenn ihr mir kurz einen Moment gebt. Warte, kleinen Moment. Und das ist. So. Nehmen mit rein. Genau, ich hätte. Standardwaffe. Die hier, die. Eins. Ja. Eins. So. Okay. Hier. Und da haben wir die. Eine. Irgendwas. Gut, pass auf, ich habe das mal ganz kurz überschlagen. Für die Maschinerie, ja. Mhm. Ich kann euch einmal unterbreiten den Grimme Rexor 6300 Platinum für einen Preis von quasi insgesamt 485.645. Da ist das Erntegerät, also der Erntevorsatz ist gleich vorn mit dran, ja. Mhm. Da braucht ihr keinen extra Wagen. Und dann habe ich noch mal den Ropa Tiger 6S in Kombination natürlich mit dem Frontanbau für die Ernte und natürlich auch den Wagen dazu, wo das Ganze der Ernte dann quasi auch mit drauf liegt. Und da kommen wir auf eine Summe von insgesamt 613.880 €. Das sind jetzt so die Angebote. Der Grimme war günstiger, ne?
Der Grimmer war günstiger, genau. Der hatte aber halt auch eine geringere Arbeitsbreite, ne? Ja. Ja. Ihr müsst euch ja nicht sofort entscheiden. Also ihr könnt da ruhig nochmal auch eine Nacht drüber schlafen, so ist es nicht. Also ich will da jetzt hier, also ihr müsst euch nicht immer gleich entscheiden, ne? Also das zum Gottes Willen, ne? Also ihr habt da schön ein bisschen Zeit, auch bedenkzeitmäßig. Na, ihr könnt das auch mit ruhig durchstrechen, ich will ja auch nicht, dass das LU jetzt ja, was weiß ich, ja in Armut endet irgendwann. So, der Grimme war 500... Der Grimme war 485.645. Ich runde auf. 446. Kannst du auch machen. So, der Europa war. Der Europa war 613.880. Also natürlich auf 614.000 glatt auf Runden. Wenn du das willst. Also. Naja, du nicht, das haben schon. Ja, ja, du war Karl-Heinz, ne, wollen wir ja auch bitte sehen, das mal, ja, weißt du? Wir gucken mal, wir rechnen uns das mal durch. Genau, genau, guckt einfach und Ruhe dann durch. Wir uns genau, alles kein Problem, ne, sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr wollt, kann ich auch erstmal gucken, ob ich euch einen Vorführer für beide Maschinen organisieren kann und dann könnt ihr euch ja letzten Endes, wenn euch das lieber ist, ne? Ja, weil beim Vollernte haben wir nicht das Problem, dass wir die falschen Reifen drauf haben. Nur mal so am Rande. Ja, ja, Karl-Heinz, entschuldigt. Ja, nee, macht Sinn. Wie gesagt, also wenn ihr wollt, ich kann euch auch mal so einen Grimmer als Vorführer holen. Versuchen zumindest. Das hat der andere auch schon versucht, der hat es nie hingekriegt. Naja, ich gebe mir mal Mühe. Ihr macht euch Gedanken, ich mache mir Gedanken, ne, und vielleicht erreichen wir ja gemeinsam was. Ja, kriegen wir ja bestimmt was. Denke ich doch. Hin. Okay, Jungs, dann, ich will euch nicht rauswerfen, aber ich muss zur Gemeinde. Ich habe da noch einen Termin. Ja, alles ne? Klar. Okay. Wir verschwinden. Ich bedanke mich bei euch. Ne? Ja, danke fürs Geschäft und danke auch für das Vertrauen in den Landmaschinenhandel. Ja, klar. Ja? Danke, ja, danke. Gerne wieder. Frohes Schaffen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, meine Lieben, da haben wir wieder ein Geschäft fertig. Ne? Wir werden mal gucken, wir werden mal schauen, ob wir vielleicht doch hier irgendwie noch einen Vorführer rankriegen für die Jungs, ne, dass sie vielleicht mal ein bisschen testen können, machen können. Ne? Aber da sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ihr lasst das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare und ich sage erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.